Hallo, willkommen zurück zu Mega Man 4 für den Game Boy. Ups, da gehe ich halt hier rein. Das Rematch gegen die 8 Robot Master. Beginnend mit Brightman. Was waren bei ihm nochmal? Toad. Das finde ich so hart, dieses... Sein Zeiteinhalten. Entweder man wird getroffen von seinen Schüssen, oder wenn nicht, dann springt er einfach auf einen drauf. So, her mit der Energy. Wie komme ich hier wieder raus? Achso, geht von allein. Gut. Einer weniger. 7 kommen noch. Horror Man, dafür habe ich ein bisschen Bright übrig. So, hat gereicht, sehr gut. So, who's next? Okay, schlitter ich halt in den nächsten. Crystal Man. Eigentlich Charge. Ring. Da haut die Energie von mir ab. So, wen haben wir hier? Ringman. Shit, ich habe nicht mehr so viel Pharao. Ich habe auch nicht mehr so viel Leben. Scheiße. Und ein Energy Tank weniger. Danke, Ringman, danke. Kann ich doch gegen Ring benutzen? Charge. Teufel durch. Ringman ist doch so einer, der charged. So. Raus hier. Den brauche ich nicht nochmal. Weg. Weg, 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 weg. Slither, slither, slither. Tch. Frage, soll ich wirklich da Stone benutzen? Vielleicht brauche ich das nochmal. Aua! Vielleicht nutze ich das besser doch gleich mal. Nö, hat noch funktioniert. Und next, wer ist es? Stone Man. Aha. Das Rematch klappt relativ gut. 2 Stück habe ich noch. Napalm Man. Dann wird der letzte wohl Toadman sein. Was für ein Showdown! Es ist so spannend! Oh Gott! Jetzt hat er tatsächlich, weil ich in ihn reingeslidet bin, wie ist denn das passiert? Peinlich.
Ich muss es ja nochmal spannend machen zum Schluss. Ja, ich kann definitiv das ein oder andere auffüllen. Brauche ich irgendwas Bestimmtes? Es war nett, dass es hier so viel vorher gibt. So nett. So nett war es noch nie irgendwo. Habe ich noch was? Bright, Toad, Napalm, Ring, vielleicht Ring, keine Ahnung. Beat? Das ist, glaube ich, auch das erste Spiel mit wirklich, also richtige Cutscenes. Oh mein Gott! Ich wette, ich muss das... Oh, mahaha! Ich muss da bestimmt hoch. Seine Schwäche ist Crystal. Ich komme aber mit Crystal auch nicht wirklich hoch. Oh, scheiße. Das wird jetzt ein bisschen öde. Ich muss erstmal versuchen, mich an sein Pattern zu gewöhnen, bevor ich hier... Bevor ich irgendwas reißen kann. Scheiße. Oh! Ja, jetzt direkt einen Energy Tank verwenden wäre eigentlich blöd. Finde ich. Weil, ja, wie gesagt, ich muss mich erst an seinen Pattern gewöhnen. So, jetzt können wir es mal richtig angehen, vielleicht. Oh! Das ist aber schon heftig. Gibt's irgendwie, weiß nicht, irgendein Indikator, damit ich vorher weiß, aus welcher Richtung der kommt? Nee, ne? Ob von oben links, von unten rechts, von, ich weiß es nicht. Hart. Dann auch diese kleinen Teile, die von oben runterkommen. Das ist mega übel, scheiße. Ich hoffe so allen Ernstes, dass wenn ich jetzt Game Over gehe, ich nicht alles nochmal von vorn machen muss. Nein, so fies ist Capcom nicht. Oder? Mann! Ah, das ist eine Idee. Moment, das klappt doch auch nicht immer, ha? Nee, scheiße, das klappt auch nicht immer. Oh, mein Crystal ist jetzt fast leer, super. Scheiße. Mann, diese kack kleinen Teile, die dazu von oben kommen. Was soll denn das? Als ob das nicht schon schwierig genug wäre. Und das... Dieser Schuss, meinen Schuss, vollständig absorbiert. Das unglaublich fiese ist, wenn man es einmal drauf hat, dann geht der sogar. Also entweder ziehe ich es jetzt richtig durch. Oder ich lasse es. Jetzt habe ich Angst gekriegt. Ich ziehe es durch.
Ich kann mein Leben zweimal komplett auf. Nein, ich will's nicht. Ah, nein, nein, ich hätte. Nein, ich zieh's nicht durch. Weil ich nicht weiß, was noch kommt. Ich zieh's nicht durch. So öde das jetzt sein mag. Ich weiß zum Beispiel nicht, was sein Pattern noch ist, wo er jetzt gerade treffbar ist. Vielleicht hat er auch wieder sowas Fieses wie Mega Man 4 für NES, dass ich irgendwie nur zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwo, irgendwann irgendwas treffen kann. Kann ich die Waffe chargen? Nein, kann ich nicht. Ich hätte jetzt noch nicht einmal rausgefunden, wo ich ihn treffen muss. So, jetzt bin ich echt gespannt. Wo starte ich? Gott sei Dank. Ah, und mit voll aufgeladenen Waffen. Gut! Alles andere wäre auch nicht... Oh, nicht wünschenswert. Zum Teufel! Man betrachtet das jetzt schon wieder halb down und mehr als halb down. Ja, das ist jetzt auch großer Käse. Na gut. Kill mich doch direkt. Nein, kill mich noch nicht. Doch, kill mich einfach. Was soll das? Wie kann ich das denn? Wie soll ich dem dodgen können? Vielleicht sollte ich, wenn er von oben kommt, grundsätzlich gar nicht versuchen, drauf zu klettern. Ach, Scheiße. Sondern einfach den Teilen ausweichen. Sondern nur drauf springen, wenn er von der Seite kommt. Das scheint mir sinnvoller. Boah. Ja, es geht voran. So. Jetzt muss ich mal gucken, wo der treffbar ist. So, wenn er seine Schnauze offen hat, nur in der Schnauze. Ja, das leuchtet ein. Okay, und was mache ich, wenn er auf mich zugecharged kommt? Einfach eiskalt kassieren. Ja, nice. Aber dann weiß ich ja, was, wo ich treffen muss. Das nehme ich dann jetzt einfach mit. Kann ich mit Belay den vielleicht komplett blocken? Weil es hat so ein bisschen gestoppt. Nein. Nein, Scheiße. Geh bloß weg, ey. So. Haha. Einmal sein Pattern drauf, kein Problem. Ist immer noch nicht genug? Hätte man noch nicht genug. Nee!
Ein Loch im Boden? Wie übel! Shit! Was zum... Oh nein! Oh, ich hab dafür einen Energy Tank verballert. Nein! Nein! Oh Gott, ich darf hier anfangen. Oh, herrlich. Oh. Es ist nicht alles schlecht. Nur ein bisschen. Scheiße. Ja, stirb! Scheiße. Nein! Nein! Du! Das ist doch nicht wahr! Der wird doch jetzt nicht über mir auftauchen, oder? Auf damit! Oh, dieses kurze Zeitfenster. Oh, jetzt werde ich angeschrieben, mein Fenster minimiert. Mein Spiel stürzt ab. Nicht ernsthaft, oder? Warum? Nein! 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 Oh, oh nein! Jetzt sag, warum geht das Spiel nicht weiter? Wirklich jetzt? Ist das euer Ernst? Ist das euer fucking Ernst? Ich sollte denjenigen, der mich angeschrieben hat, in den Arsch treten, aber ich hätte auch etliche Messenger im Hintergrund zumachen können. Fuck! Ich meine, ich muss jetzt dazu sagen, ich habe... Zwischendurch, ja. Ich habe Safe Games gemacht für den Fall der Fälle, dass so etwas passiert. Dummerweise war das hier. Noch vor den Robot Master.